Se eu falar, ich muss trainieren, und wir stellen es einfach hinein. Mach einfach jetzt mit, was. Okay, Füße zusammen, uns wieder tief verbeugen. Gut, ganz locker, auf dieser Stelle, wo es heißt, ganz locker bewegen. Arme Beine mitnehmen. Ah, der Pilzner ist tot. Nochmal daran denken, alles umschalten, wer noch nicht umgeschaltet ist. Okay, wir müssen uns jetzt am Anfang vier Richtungen merken. Wir laufen zur linken Seite raus. Wieder rein. Wir laufen zur rechten Seite raus. Und wieder rein. Wir laufen davor. Und wieder zurück. Immer zur Mitte, zum Ausgangspunkt. Und nach hinten. Und zur Mitte. Perfekt. Und gleich nochmal. Nach rechts. Ich muss ein Stück zurückgehen. Zur Mitte. Nach rechts. Zur Mitte. Nach vorne. Zur Mitte. Nach hinten. Und zur Mitte wieder. Perfekt. Okay, ganz kurz etwas langsamer werden. Gut, ich erkläre ganz kurz. Immer wenn wir nach außen laufen, werden wir etwas schneller an der Schrittgeschwindigkeit. In der Mitte sind wir wieder langsam und außen immer schneller. Ich sage es gleich nochmal mit rein. Hier wieder, wir laufen wieder zuerst nach links und schneller weg. Und wieder lockerer zur Mitte. Nach rechts und schneller weg. Und wieder noch mal zur Mitte. Nach vor. Dann nach hinten. Und zur Mitte. Und nach hinten. Schneller hinten. Und zur Mitte. Locker. Einmal müssen wir noch. Und nach links. Schneller hinten. Und wieder zur Mitte. Und nach rechts. Schneller hinten. Und wieder zur Mitte. Nach vor. Schneller hinten. Und wieder zur Mitte. Und nach hinten. Schneller werden. Und wieder zur Mitte. Okay. Ganz kurz stehen bleiben. Beine aufschütteln. Sehr gut. Okay. Aufpassen. Das, was wir gelernt sind, springen wir jetzt ganz locker. Es muss keiner hochspringen. Gar keine Hochsprünge reichen. Das heißt, wir springen zuerst nach links. Und rechts. Wieder zurück. Bitte den Ablauf merken. Nach rechts. Zwei. Wieder zurück. Nach vorn. Drei. Wieder zurück. Nach hinten. Vier. Und wieder zurück. Immer wieder zum Ausgangspunkt. Zur Mitte zurück für alle. Ja? Wir haben mal links, rechts, vorne, hinten. Diesen Ablauf, den werdet ihr heute noch mehrfach haben, also bitte einbringen. Achtung. Wieder nach links. Und eins. Zurück, nach rechts, zwei, zurück, nach vorn, zurück, nach hinten und wieder zurück. Und nochmal, eins und gleich zurück, zwei, hinten zurück und drei, vor, zurück, vier, zurück und wieder vor. Bitte merken, jetzt zähle ich nur noch. Ich, nie, san, chi. Und ich, nie, san. Chi, ich, ni, san, chi. Noch einmal, ich, ni, san, chi. Okay, super. Kleines bisschen schwieriger. Immer wenn wir nach außen springen, machen wir noch einen kurzen Rückfall nach oben. Das heißt, wir springen raus, hoch, wieder rein. Raus, hoch, wieder rein. Und das sind die vier jeweiligen Richtungen. Ja, gemeinsam. Wir zählen es ein. Und ich, raus, hoch, rein. Nicht, raus, hoch, rein. Vor, zack. Prima, zieh, hopp. Das macht doch gut. Und erstmal alles ganz locker. Nochmal. Und ich, hopp, nie,
zurück, nicht, Kopf. Mach das Mikro aus. Sand. Und wir laufen uns scheitern alle. Tschüss. Okay, wunderbar. Trotzdem mal los, bitte. Gut. Wir machen folgendes. Wollt ihr den Kreis wieder reinstellen oder unseren Punkt? Okay, ihr kriegt drei Zielzeichen. Zielzeichen Nummer 1 ist ganz einfach. Ihr bewegt eure Arme wie beim Handeln. Zielzeichen Nummer 2, ihr bewegt die Beine wie beim Handeln. Und Zielzeichen Nummer 3, ihr bewegt die Arme und die Beine. Ja? Erstmal in der Reihenfolge. Um und ich, Arme, die Beine, Sand, alles. Und ich, nicht, so, ich, nicht, so, ich, nicht, so, ich, nicht, so. Okay, alle Leute, die gemerkt haben, was war dran ist, jetzt kommt die Zahl durcheinander. Ich war nur die Arme, nie nur die Beine und Sand Arme und Beine. Ganz einfach Arme machen. So. Zeigen wir euch einander. Nie. Nur die Beine. Ich. Sand. Sand. Ich. Nie. Sand. Ich. Ich. Sand. Und Sand. Wir nehmen den linken Fuß nach vorne, das hintere Bein durch den Rücken und den Oberkörper zum vorderen Bein nehmen. Das vordere Bein ist durchgedrückt, gestreckt. Ihr dürft die Arme nach unten nehmen Richtung Boden, sodass es für euch im vorderen Bein etwas zieht, dass ihr die Dehnung verspürt. Okay, langsam wieder lösen. Wir nehmen das andere Bein. Vorderes Bein ist gestreckt, hinteres Bein ist gebeugt, wo können wir mitnehmen? Wer möchte die Arme Richtung Fuß, Richtung Bein nach unten? Genau, so ist prima. Okay, sehr gut. Wieder lösen wieder. Noch einmal tauschen. Das hintere Bein ist gebeugt, das vordere Bein ist gestreckt, vorderen Fuß auf der Ferse aufstellen. Oberkörper wieder mitnehmen. Wer kann, schnappt sich seinen Fuß und zieht die Zehenspitzen den Fuß zu sich nach oben ran, sodass ihr merkt, dass es in der Wadenmuskulatur dehnt und ihr die Dehnung verspürt. Lösen. Wir nehmen das andere Bein, anderen Fuß, hinteres Bein überstrecken, vorderen Fuß, vorderes Bein schnappen und so, dass es euch auf der Rückseite des Unterschenkels in der Wadenmuskulatur zieht. Okay. Und locker lassen, die Beine aufschütteln. Sehr gut. Dann gehen wir wieder alle in unseren Kreis oder an unseren Punkt hinein. Schön aufpassen. Wir hatten gesagt, wir haben ja diese vier Richtungen und die bleiben erstmal links, rechts, vorne, hinten. Immer die gleiche Richtung und der gleiche Ablauf, sodass wir erstmal nicht durcheinander kommen. Okay, wir machen eine ganz einfache Sache. Wir springen noch einmal. Wir springen zur Seite raus, ich zeige es kurz. Wenn wir dort angekommen sind, drehen wir uns einmal 180 Grad in die andere Richtung und wieder zurück. Dann geht es wieder rein. Dann zur anderen Seite. Ne? Rücken wieder zurück. Wie rum ihr euch dabei dreht, ist egal, ob ihr dreht euch hin und wieder zurück und keine ganze Runde. Okay? Gut, Achtung. Ich ist wieder links. Achtung. Und ich rausbringen. Zurück und stehen und wieder rein. Und nie rausspringen. Hin, zurück und wieder rein. Und vor, sag. Vor, hin, zurück und wieder rein. Und zieh, zurück.
wieder rein. Sehr gut. Das haben wir alle verstanden. Jetzt nur die vier Zielzeiten. Und ich. Mi. San. Chi. Wichtig ist, dass wir nicht die Orientierung verlieren, dass wir immer wieder zur Mitte zurückfinden. Ganz wichtig. Ja, aber man kann da laufen, wo wir uns ja auch immer angeguckt und wieder zurückfinden und orientieren können. Achtung nochmal. Und ich. Mi. San. Super. Chi. Und ein letztes Mal. Ich. Mi. San. Chi. Sehr gut. Okay, gut. Perfekt. Wir machen eigentlich jetzt genau das Gleiche. Wir nehmen unsere Arme dazu. Und zwar, wenn wir uns links herumdrehen beim Springen, nehmen wir auch den linken Arm, wie beim Armkreisen rückwärts, mit nach links, nehmen wir uns rechts herum, der rechte Arm. Das heißt, wir nehmen immer mit dem Schwung, mit der Drehung den Arm mit. Ja? So dass wir das richtig merken. Ich zeige es einmal. Wir springen also jetzt gleich. Raus, hin, zurück. Wir nehmen dabei den Arm mit. Ja? Raus, hin, zurück. Ja, die Armbewegung ist ganz wichtig. Schwung mit dir. Bei der Rotation, bei der Drehung. Achtung! Wir stehen in der Mitte. Wir fangen wieder nach links an. Und ich. Eins, zwei, wieder rein. Genau. Denk daran, mit der Drehung den Arm mitnehmen. Und nie. Eins, zwei, wieder rein. San. Vor. Hin. Zurück. Rein. Chi. Hin. Zurück. Rein. Okay, noch zweimal. Ich. Hopp. Nie. San. Chi. Einmal noch haben wir. Und ich. Super. Mi. Eins, zwei, wieder rein. San. Chi. Okay, sehr gut. Kann den Kopf schütteln. Wir machen bitte Folgendes. Wir gehen alle die Woche mit den Schulterbreiten und den Füßen auseinander. Perfekt. Die Beine bleiben erstmal gestreckt. Wir lassen die Arme in den Oberkörper nach unten hängen. Mikrofon bitte. Wunderbar. Arme und Oberkörper bleiben unten. Wir beugen unsere Knie. Wie beim Kimadachi oder Shikodachi. Und jetzt drücken wir mit den Armen, mit den Ellbogen die Knie auseinander. Genau. Okay, wir packen unsere Hände auf die Oberschenkel und gehen langsam mit dem Schwerpunkt nach oben und schütteln unsere Beine aus. Gut, prima. Okay, wir gehen wieder in den Kreis hinein. Okay, so, wir machen Folgendes, und zwar, wir haben immer noch diese vier Richtungen, ja? Und zwar, bei diesen vier Richtungen haben wir zur Seite eine nach vorne einladen. Wenn wir nämlich jetzt gleich zur Seite springen, habt ihr immer einmal den Ausweichschritt, den ihr auseinander machen müsst und zusammen. Das heißt, wenn ihr springt in die Beine, im Hamstring den Ausweichschritt auseinander und wieder zusammen. Das ist die Aufgabe für die Seite. Ne? Ausweichschritt, Ausweichschritt. So, wenn wir nach vorne und nach hinten springen, haben wir jetzt den Kimadachi oder Shikodachi. Das heißt, wir springen vor in den Kimadachi wieder zurück und dann hinten genauso das Gleiche. Ja, das müssen wir uns schon ein bisschen mehr merken, einprägen. Wir wollen ja auch unseren Kopf etwas schulen. So, wir fangen nach links an, machen erstmal langsam. Und ich nach links, Ausfallschritt, zur
wieder rein. Wenn das richtig gut hinkriegt, links, rechts, immer wechseln, das heißt, auf der linken Seite links Bein vor, auf der rechten Seite rechts Bein vor, sodass wir den Wechsel haben. Jetzt aber nach vorne, Salto. Zusammen, auseinander, Kimonachi oder Shikonachi. Wieder zusammen, zurück. Und das gleiche nach hinten. Chi, zurück. Auseinander, zusammen, wieder vor. Ja, ich hoffe, ihr bringt euch das gleich rein. Von vor, und ich. Mach das Mikro aus. Denkt daran, umschalten alle. Und zack. Kibanachi. Wieder zurück. Chi. Zurück. Kibanachi. Wieder zurück. Oder Shigonachi. Ne? Okay. Gleich nochmal. Und dann haben wir noch zwei, drei Runden. Und ich. Hopp. Eins, zwei, zurück. Mi. Eins, zwei. Zurück. Zack. Kurz stehen, wieder zurück. Chick, kurz stehen, wieder zurück. Und nochmal. Und ich, eins, zwei, zurück. Nick, eins, zwei, zurück. Zack, vor und zurück. Chick. Und wieder zurück. Sehr gut gemacht. Okay, gut. Ich hoffe, wir können dann noch was dazu packen. Ja? Ich denke, das kriegen wir alle hin und das schaffen wir auch gemeinsam. Ja? Aber bevor wir das machen, machen wir folgende Übung. Und zwar stellen wir uns in den gleichen Sex-Touch. Ich zeige es nochmal von der Seite, dass es alle besser sehen. Wir stehen im Sex-Touch. Der Schwerpunkt ist genau da, wo der Kreis ist, wo der Gürtel ist oder der Schwerer, der Mitte, die euch ausgesucht hat. Wir machen jetzt mal einen Sprungwechsel. Diesen Sprungwechsel machen wir auf zwei Kommando. Das heißt, wir springen mit den Beinen zusammen und dann tauschen wir, dann geht das andere Bein vor. Wir haben immer Each, Me als Kommando. Each zusammen, Schwerpunkt, Me, Füße auseinander. Each zusammen, Füße auseinander. Wir machen das natürlich gemeinsam in die Richtung nach vorne. Ich wollte es euch nur von der Seite zeigen, dass ihr das schon entsprechend versteht. Ja, wir nehmen jetzt bitte mal alle das linke Bein um in den Sex-Touch auswäschen. Zwei Kommandos erstmal langsam. Locker zusammen bewegen mit den Beinen. Each. Jetzt die Beine tauschen, nie öffnen. Genau. Und each. Schließen, nie öffnen. Each. Schließen, nie öffnen. Each. Nie. Each. Nie, ich, nie, ich, nie, ich, nie, ein noch, ich, nie. Okay, trotzdem einfach schütteln, zuhören und aufpassen. Was jetzt wichtig ist, wenn wir Kion gemeinsam machen, ne? Das ist ja auch so, wenn wir eine Schrittstellung haben. Wir gehen nicht hoch und machen den Schritt, sondern wir versuchen alle erst einmal auf eine gewisse Ebene zu bleiben, also tief zu bleiben. Und auch hier machen wir das bei der Übung. Das heißt, beim Zusammenspringen der Beine bleiben wir unten, beim Auseinanderspringen genauso. Natürlich versuchen wir es jetzt etwas mit Spannung. Das heißt, wenn man kommt, schnell die Beine zusammen, schnell die Beine auseinander. Also ein bisschen Grundspannung. Links vor, und dann muss bleiben, tief Beinspannung auf die Beine. Achtung, und ich, hopp, big, wechsel. Ich, big, ich, big, ich zusammen, nicht auseinander, wechseln. Ich zusammen, nicht auseinander. Ich zeige es mir von der Seite, dass alle besser gucken können, wie es auf deinem Fuß steht. Und ich, big, hop, ich, big, hop, ich, big, ich, big, ich, big. Noch einmal, ich. Sicherlich ist das jetzt kein ganz normales Kion, aber es geht darum, im Endeffekt sauber zu stehen, die richtige Position zu finden und sobald die Füße den Boden berühren, auch gleich richtig zu stehen. Ja? Und das ist egal, ob ich einen Stufen vorwärts mache oder mit den Beinen auseinander springe. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen schneller. 10 Mal, das heißt, ihr bekommt das eine Kommando und ihr springt jetzt zusammen.
Und sofort mit dem Wechsel auseinander. Das heißt, ich, nie. Ja, aber nur auf den Schwerpunkt. Schon mal merken, brauchen wir. So, links vor. 10 Mal. Achtung. Gemeinsam. Oh, ich, zusammen auseinander. Nicht zusammen auseinander. So, hopp. Tschüss, hopp. Okay, wir nehmen unseren rechten Arm. Achtung, immer einmal.
vorwärts kreisen, rückwärts kreisen. Immer wechseln. Vor, zurück. Vor, zurück. Los geht's. Vor, zurück. Vor, zurück. Noch zwei. Vor, zurück. Noch ein. Vor, zurück. Und dann um sein. Achtung, auf. Vor, zurück. Vorwärts, rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Und locker hängen das Ding aber. Eins, zwei, eins, zwei, noch zwei. Eins, zwei, noch einmal. Eins, zwei. Aufpassen. Jetzt machen wir Folgendes und zwar: Wir stellen uns gleich alle links vor. Und genau mit dieser Armkreisbewegung machen wir den Ausfallschritt nach vorne. Das heißt, der Arm kreist nach vorne und wir gehen vorwärts und der Arm geht rückwärts und der Schritt geht rückwärts. Und das machen wir aber ohne viel Pause. Wir gehen immer vor, zurück. Vor, zurück. Ganz wichtig. Immer einen gewissen Schwung auf. Dort alle links vor. Wenn wir das linke Bein haben, ist diagonal der rechte Arm jetzt dran. Und vorwärts greifen. Ich, zurück, nie. Und ich, nie zurück. Ich, nie. Und jetzt versucht das einfach allein. Immer mit dem Schwung. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und zwei. Vor, zurück. Und ein. Vor und zurück. Okay, gut. Ganz kleiner Tipp, bevor wir die andere Seite machen. Achtet bitte auf euren Fuß, der vorn ist. Wenn ich vorwärts gehe, Fuß, Ferse, alles auf dem Boden lassen. Spannung haben, trotzdem, und wenn wir locker vorwärts gehen. Und genau auch zurück, Ferse am Boden lassen, rückwärts gehen. Nicht die Füße hoch und runter mitnehmen, das wollen wir nicht. Auch hier schon, auch wenn es eine Lockerübung ist, auf die Technik und auf die Sauberkeit achten. So, alle rechts vor, das heißt, jetzt klebt euer rechter Fuß am Boden. Ja, der linke Arm kreist. Und vorwärts, und eins, zurück, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, vor, zurück und Schwung mit mir. Vor, zurück und wechseln. Achtet auf die Armbewegung, achtet auf euren Fuß. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und zwei, vor, zurück und ein, vor, zurück. Okay, gut. Ich hoffe, es sind noch alle gut drauf und ihr habt noch genügend Energie. Das ist jetzt wichtig für die nächste Runde. Ich hoffe, ihr habt noch nicht die Sachen vergessen, die wir vorhin gemacht haben. Und zwar mit den vier Richtungen. Links, rechts, nach vorne und nach hinten. Ja? Okay, dann haben wir wieder unseren Mittelpunkt. Ja, oder unseren Gürtel, das wir so richtig zu Hause genommen haben. Alles gut, ja? Also können wir auch ein kleines bisschen improvisieren. So, wir haben jetzt folgende Bewegung. Und zwar, wenn wir zu den Seiten rausgehen, nach links, gehen wir auch nach links in den Zentrum. Wieder zurück. Springen wir zur rechten Seite raus, ganz klar, gehen wir nach rechts in den Zentrum. Wieder zurück und zur Mitte. Ja? Wir machen erstmal diese zwei Richtungen. So. Gemeinsam nach links und ich raus, springen, landen, Zehenschritt schief, und stehen, wieder zurück und wieder rein. Und zur rechten Seite, nie, raus, stehen, weiter, wieder zurück und zur Mitte. Okay, wichtig ist, wenn wir zu den Seiten gehen, ihr springt, ihr steht nur kurz und von da aus drückt ihr euch sofort in die Schrittstellung ab, das heißt, wir springen, kurz stehen und sofort zu sein. Wir wollen diesen Schwung, den Druck etwas mitnehmen. Ne? Das heißt, raus, hoch, stehen und dann wieder zurück. Das sind die Seiten erst einmal mit einbinden. Guck mal nach links. Und geht, hoch, stehen und wieder zurück. Und nicht, hoch, stehen und zurück. Sehr gut, noch einmal. Und geht. Zurück. Nicht. Kopf. Und zurück. Sehr gut. Achtung. Das haben wir uns hoffentlich gemerkt. Die
Die Schrittstellung brauchen wir erst noch einmal zur Seite. Jetzt geht es nach vorne und nach hinten. Haben wir vorhin schon gemacht. Wir springen nämlich auseinander in den Shibadachi oder Shigodachi. Das heißt, wir springen alle vor und auseinander. Wieder zusammen und zurück. Das geht eigentlich nach hinten. Jetzt zusammen alle mal bitte. Wir springen vorwärts. Das wäre dann Kommando 3. Und dann vor, auseinander, wieder zusammen und zurück. Und nach hinten. Chi. Nach hinten, auseinander, zusammen und wieder zurück. Sehr gut. Ja? Dann haben wir alle vier Zehenzeiten erstmal zusammen. Bitte merken, da kommt noch was dazu. Also links, rechts, Sechsradschi vor und hinten. Chi, Manachi, oder Schigulachi. Stopp. Nach links. Und geht. Hopp, steht. Und zurück. Nie, rechts. Hopp. Und wieder zurück. Und dann. Oh, Chi, Manachi. Und zurück. Und Chi. Zurück, Chi, Manachi. Und zurück. Erst springen die Beine sind noch zusammen, dann gehen sie auseinander, also nicht gleich in die Position springen. Das wäre nicht richtig, das wollen wir nicht. Ja? Okay, noch einmal. Und geht nach links, hopp, und wieder zurück. Nach rechts, nicht, hopp, und wieder zurück. Nach vorne, zack, und zurück. Tschick, hopp, hopp. Und zurück. Okay, gut. Bitte fangt jetzt an. Und das ist wichtig. Wir bewegen uns zwar aus dem Springen heraus, aber wenn die Position da ist, wenn die Schrittstellung da ist, müsst ihr in dem Moment noch stabil stehen. Ja, das heißt, wir bewegen uns nicht wie so ein Flummi oder auf dem Trampolin, sondern wir springen, Füße setzen auf und dann hopp, stehen wir am Grundspann. Das ist wichtig. Okay, gut. Noch einmal und wir achten gemeinsam darauf. Nach links und ich springe und hoch stehen und zurück. Nicht, hopp, stehen und zurück. Jetzt nach vorne, zack, hopp, stehen und zurück. Schick, hopp, stehen und zurück. Sehr gut. Okay, gut. Jetzt nehmen wir die Arme mit dazu. Ja, und zwar. Es ist gar nicht schwer. Wir nehmen jetzt einfach die Tsuki-Bewegung, Moi-Tsuki mit dazu oder Yaku-Tsuki. Und zwar zu den Seiten haben wir nach links den Yaku-Tsuki mit dem rechten Arm. Wieder zurück. Ja, zur rechten Seite klar, andersherum. Yaku-Tsuki wieder zurück. So, und jetzt nach vorne und nach hinten in den Kibadachi. Nehmen wir beide Arme, das heißt links. Rechts, wieder zurück. Ne? Und nach hinten das gleiche. Auseinander. Eins, zwei, wieder zurück. Und jetzt merkt ihr, wenn ihr nicht richtig die Grundspannung habt in euren Beinen und stabil steht, dann verpufft die Armtechnik, das heißt die Bauchspannung. Dann kommt noch Energie voran. Okay, für alle erstmal noch nach links springen mit dem Sechsplatz Jacke. Und ich. Hopp, Jacke. Wieder zurück, Aufsatzboden, nach rechts, nie, hopp, Jacke, und wieder zurück. Und jetzt auch vom Kiemannchen 2 zu gehen, und zack, hopp, 1, 2, wieder zurück. Und nach hinten, Chi, 1, 2, wieder nach hinten. Okay, ich hoffe, das haben alle erst einmal verstanden, weil auch da kommt noch etwas dazu. Ganz wichtig, ja? Gut, wir machen jetzt noch insgesamt dreimal. Dieser Ablauf, aber ein bisschen mit Gas. Ja, das heißt, wir machen Feuer. Anstrengen. Achtung, wir gehen nach links. Und dich, hopp, und wieder zurück. Und zur rechten Seite, dich, hopp, und wieder zurück. Und nach vorne, hopp, eins, zwei, und wieder zurück. Dich, hopp, eins, zwei, und wieder zurück. Wir drehen noch zweimal. Und dich, hopp, und zurück. Und nicht, hopp, und zurück, nach vorne, zack, hopp, eins, zwei, und zurück, tschick, hopp, eins, zwei, und zurück. Okay, wir gehen einmal schon mal alle mal. Achtung, und nicht, hopp, und zurück, nicht, hopp, und zurück, nach vorne, zack, hopp, hopp, und zurück, tschick, und zurück.
Wunderbar. Wunderbar. Okay. Auch hier hoffe ich, dass ihr alle gut drauf sind. Körper die Hüfte mit dir kreisen. Andersherum. Wir machen heute gemeinsam extra ein Programm, wo wir halt nicht viel Platz brauchen, wo wir uns auf kleinen Raum gemeinsam bewegen können. Ja, das klappt auch. Und nachher wieder spielen Dojo, wenn man nicht viel Platz hat und jeder an seinem Platz bleiben muss, sind das optimale Übungen, die man machen kann. Ja, um auch hier und da zu trainieren. Ganz wichtig. So, wir machen jetzt aber hier an der Stelle auch gleich weiter. Bevor wir weitermachen, machen wir folgende Übung. Und zwar stellen wir den vorderen Fuß auf den Mittelpunkt, wo wir uns die ganze Zeit bewegt haben. Und zwar folgende Bewegung machen die Beine. Das hintere Knie geht hoch, wir setzen ab und tauschen. Das Knie geht hoch, wir setzen ab und tauschen, sodass das vordere Bein vorne, der Punkt immer bei eurem Gürtel oder bei eurem Punkt ist, den ihr ausgerufen habt. Das ist das Kommando, komm, 1, 2, stehen. 1, 2, stehen. Auch hier, wir gehen nicht hoch. Okay, jetzt machen wir ein bisschen schräg, wir sind da gerade vor. Arme ruhig in Schulter kann man. Und geht, Knie, tauschen. Knie, Knie hoch, absetzen, tauschen, sodass das andere Bein nach hinten. Satt. Schieb. Go. Höck. Sit. Hoch, absetzen, tauschen. Kleiner Tipp wieder, achtet darauf, jetzt schon. Oberkörper bleibt aufrecht und gerade, das heißt, gerade beim Angleichen vom Knie. Bein vom Rücken machen. Wir haben immer eine aufrechte Position. Achtung, noch 5-6 Mal. Nur diese Bewegung. Geht, hoch, absetzen, stehen. Knie, 1-2, stehen. Zack. Schieb. Vor. Okay, sehr gut. Wir packen jetzt ganz einfach für alle, ist euch hundertprozentig bekannt, den Meidlinien als Fuß dazu. Ja? Ihr achtet bitte darauf, dass ihr die Schnappbewegung des Meidlinien sauber ausführt. Schnappen, Knie halten, erst dann absetzen, tauschen. Meidlinien sauber ausführen und dann erst tauschen. Also nicht mit dem Sprint schnappen, Fallleistung schon tauschen. Jede Bewegung ist 100% da. Ja? Okay. Linkes Bein ist hoch. Mach wieder leicht schräg mit. Arme ruhig in das Schulter gemacht. Und ich. Drei Dinge schnappen, tauschen. Richtig tauschen, dann lenken. Nicht. Bein bewegen, tauschen. So. Denkt immer noch an euren Oberkörper. Das heißt, ihr habt hier eine Grundspannung. Der Oberkörper wackelt nicht hin und her. Ihr steht stabil. Auch wenn man mit den Armen nicht viel macht. Und zack, mal hier hin, zack, und stehen. Schick, mal hier hin, zack, und stehen. Go. Höck. Sit. Höck. Kille. Und noch einmal, jump. Okay, gut. Kurze Hüfte mit den Kreisen. Alles herum. So, wir hatten das vorhin schon, das Thema beim Yakuzuki. Was machen wir beim Yakuzuki, wenn wir im Sechsfeldchen stehen? Hüfte kann sich ausdrehen, eindrehen, aber das Knie hier vorne bleibt stabil. Was passiert beim Reingehen? Genau das Gleiche. Das vordere Bein, das vordere Knie ist stabil. Die Hüfte ist gerade, wir machen den Reingehen. Ganz wichtig, ne? Also halten euer Bein fixiert. Gerade auch bei der nächsten Runde, ganz wichtig. Ja? Lisa wird uns das jetzt mal vorzeigen, links vor den Sengs-Lachi. Genau, ruhig in den Kreis rein. Genau, du hast genau das gleiche Mal in die Schritte wechseln. Und ich. So, wir haben Stabilität auf unserem Bein, dann dreht sie die Hüfte ab und wieder rein in die Jacke. Genau. Und dann geht sie wieder vorne los, zweite Mal hoch, Mal gegen ich. Nie, ja,
Genau, zweimal ich. Nicht. Und noch einmal ich. Nicht. Okay, vielleicht noch einmal für alle zum Sehen von der Seite, dass man es wirklich so viel da kann, auch hier in die Mitte. Perfekt. Ja? Also hier vorne, der Punkt, der Schwerpunkt, das bleibt immer hier vorne in eurem Kreis oder in eurem Punkt zu Hause. Und ich mag hier nicht, knapp stehen, Sanyak. Das Knie ist stabil. Und ich. Gut, diese zwei Kommandos bekommen wir jetzt alle gemeinsam. Ja? Okay, gut, wieder links vor. Zusammen. Okay, oh, ich. Bein, Schlag, Bein, Wechsel. Nie, Hüfte raus. Ja. Und dann muss ich ganz klar machen. Oh, ich. Schnappen, stehen. Zack, oh, ja. Oh, ich. Und ich, meine ich, stehen, nicht, hüpf. Und ich, nicht. Und ich, nicht. Okay, jetzt geben wir noch mal Vollgas. 5, 6 Mal, alle zusammen, ich zähle. Auf der Seite. Und ich, meine ich, stehen, nicht. Und ich, nicht. Und nochmal, ich, nicht. Und einmal, ich, nicht. Okay, gut. Wenn das so schnell jetzt war, muss ich auch mal zu Hause probieren. Ja, das sind alles Übungen, die ihr zu Hause noch weiternehmen könnt. Ja, alles relevant für Katas oder auch für das Prüfungsprogramm. Gut, ich hoffe, jetzt haben alle noch ein kleines bisschen Energie. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, und zwar, wir machen Folgendes, und zwar stell dich bitte mal deine Schulter breit. Ja, oder ein bisschen breit, das ist auch vollkommen okay. So, wir drehen jetzt die Hüfte, die Füße, einfach nach links ein, 45 Grad, das von einem relativ schmalen Sechsertür auf dem Rundertisch stehen. Ja, und das machen wir mal links, rechts, wechseln. Wer Katabasa gleich zum Beispiel kennt, weiß, wie das funktioniert. Wir drehen alle bitte mal die Hüfte, die Füße ein. Okay, Achtung. Wir brauchen gleich das Ding eingebinden. Zur rechten Seite. Ich. Nie. Wichtig ist, nicht die Füße arbeiten zuerst, sondern die Hüfte. Die Hüfte, die gibt dem die Bewegung vor und nimmt den Rest des Körpers kompakt mit. Und ich. Hopp. Nie. Zack. Tschick. Guck. Hüpp. Zick. Okay, 5 schaffen wir noch. Ich, hopp, ich, hopp, zack, hopp, tschick, hopp, go. Okay, gut. Merke, wir bewegen auch mal gleich. Gut. Wir haben wieder unsere 4 Richtungen. Ich zeige es einmal langsam vor. Das baut jetzt auf dem auf, was wir schon gemacht haben. Und zwar, wir springen zuerst ganz klar nach links. In den Sechsertisch und nach den Jansen. Von da aus lenken wir an die Bewegung, dass wir stabil bleiben. Mit dem vorderen Bein. Da machen wir den Bewegung. Gefolgt. Im Mai. Dann geht es wieder zurück. Das gleiche natürlich zur anderen Seite. Ja? Springen. Jakobi. Und im Mai. Und wieder zurück. Okay. Das sind erstmal die Seiten. Wir machen erstmal den Teil. Und dann machen wir noch die Bewegung gemeinsam davon. Achtung, gemeinsam. Alle bitte zur Mitte. So viel Zeit haben wir. Wir wollen es ja gemeinsam ordentlich machen. Und nach links. Ich. Zack. Selbstverziehung. Nie. Halten. Und wieder zusammen und zurück. Perfekt. Ja? Und jetzt zur rechten Seite. Und. Nie. Hopp. Wir hatten so die Ohrenweite. Und wieder zurück. Sehr gut. Noch einmal, ich zähle und gebe Tipps. Wir gehen nach links. Und ich. Ja, wir sind stabil mit dem Vorderbein. Nie. Magiri. Rücken aufrecht, gerade stehen. Wieder zusammen und zurück. Und nach rechts. Ich. Ja, nie. Magiri. Und wieder zurück. Okay, wunderbar. Das schon mal merken. Ja, so dann ist fertig. Jetzt geht es nach vorne. Da hatten wir vorhin, vorwärts.
Zack, Kibanachi. Oder Shikunachi. Wir sind jetzt in Kibanachi. Zwei Zuki. Und dann machen wir genau das, was wir eben schon im Stand gemacht haben. Wir drehen die Füße, die Hüfte. Mit ein, eins, zwei. Aber das mit dem Yangzu. Mi, San, dann wieder zurück. Und zum Ausgangspunkt. Und nach hinten natürlich genau das Gleiche. Nach hinten auseinander. Eins, zwei. Dann zu den beiden Yangzu. Yangzu, San. Und wieder zurück. Ja? Okay. Das ist unsere Aufgabe. So, wir machen jetzt nochmal so drei Aspekte zusammen nach vorne. Achtung, nach vorne und zwei von diesem Keeper der Chico der Chico. Und dann, vor, eins, zwei, jetzt zur Seite drehen, ja? Nie, dann, perfekt. Und wieder zusammen und nach hinten. Und das gleiche haben wir hinten auch nochmal. Und G, hopp, eins, zwei, und ja, und die. Und wieder zusammen und zur Mitte. Ja? Wichtig, auch hier die ganze Zeit, jede Position. Macht sie bitte sauber, steht stabil. Alles andere macht keinen Sinn. Ja? Wir wollen ja ein sauberes Karate machen, eine saubere Grundschule, ein sauberes Kio. So, okay, einmal den kompletten Ablauf zusammen. Achtung, wir gehen nach links. Und ich, eins, ja, so wie nie, beiden. Und wieder zurück. Und nie nach rechts. Ja, nie. Mal und wieder zurück. Genau. Oder vor. Zack. Kiefer. Eins, zwei. Und Jan für die Jan für die zurück. Oder hin. Und schick. Hopp. Eins, zwei. Jan für die zusammen. Oder vor. Sehr gut. Ja. Das machen wir jetzt komplett fünfmal und ihr haltet bitte durch. Ja? So, ich sage, gehst bitte mal in die Mitte und merkst jetzt bitte den Kreis, den Punkt und dann geht es nur gemeinsam los. Alle zusammen, ich zähle dir die Kommandos. Wir gehen nach links. Und ich, oh, ja, nie, mein. Und wieder zurück. Und nach rechts. Ich, nicht, mein. Und zurück. Und nach vorne. Ich. Eins, zwei, eins, zwei. Und wieder zurück. Ganz wichtig, wenn wir eine Position haben, wie bei der Chi. Wir haben eine feste Position. Der Oberkörper rotiert. Ja? Die Hüfte dreht sich wie so eine Schraube im Gewinde zur Seite rein. Bewegung, ja, mit dem Schwung mitnehmen. Erinnert euch an die Übung, die wir vorher gemacht haben, mit den Armen kreisen vorwärts und zurück. Genauso auch hier, Schwung mitnehmen, Rotationsdrehung mitnehmen, dann können wir mehr Energie aufbauen und Kraft auf einen Punkt bringen. So, jetzt haben wir noch das vierte Kommando zurück. Achtung, und zurück. Eins, zwei, eins, zwei. Perfekt, und wieder zusammen. Okay, und jetzt noch viermal, alle geben Gas, los geht's. Und dann geht's. Ich, auf komplett ein Kommando. Und zurück. Und nicht. Und zack. Und zurück. Und zurück. Sehr gut. Ja? Achtet wirklich darauf, ihr macht eine Schrittstellung und stick. Ab und spart. Ja? Okay, wir brauchen ganz stabil. Noch einmal haben wir alle mit. Es geht eher um Technik heute. Achtet darauf. Wir wollen es nicht zum Ganzen auspowern. Ihr sollt was mitnehmen. Ihr sollt so viel mitnehmen, dass ihr zu Hause auch weiterführen könnt. Achtung, nach links. Und ich. So. Und zurück. Okay, zweimal haben wir, glaube ich. Und ich. Und halten ein bisschen durch. Und ich. Okay, wunderbar. Alle, das letzte Mal diese Kombination. Komm, das schaffen wir alle. Und in zwei, stopp, eins. Immer hier in zwei, zwei. Nach vorne, stopp.
Okay, nur nochmal auch ein Aufruf für den, der nicht so gut mitgemacht hat, der sollte das jetzt auch merken, ne? Das ist schon anstrengend. Ja? Und es ist mal was anderes, als nur eine Kehrung machen, vorwärts oder rückwärts zu laufen. Ja, wir haben ja auch trotzdem alle Richtungen und verschiedene Grundbewegungen. Ja? Okay, gut. So, schmeißen wir die Springseite hier bei uns an die Seite. Sehr gut. Okay. Wir nehmen bitte mal an, das linke Bein in den gleichen Ausfallschritt nach vorne und den linken Arm nach oben, hinter den Kopf, Ellbogen fassen und nach hinten ziehen. Wir bleiben aufrecht und kommen aus dem Kabel und stehen. Denkt daran, nicht nur hinter den Kopf nach hinten, nicht nur den Kopf ziehen. Okay, locker lassen, bleibt so stehen, wir nehmen den rechten Arm, also mit dem Arm, mit dem wir Jagdflug machen wollen, vor den Körper, hinter den Ellbogen fixieren, Schulter bleibt unten, Hüfte eindrehen, Arm mitnehmen, etwas überdrehen, nach hinten. Und lösen. Wir nehmen das andere Bein, der rechte Fuß, dann den rechten Arm hinter den Kopf ziehen und nach hinten. Und locker lassen, wieder den Jackenarm mitnehmen. Also in dem Fall den linken Arm bei uns. Und Schulter locker lassen, nicht die Schulter hochziehen, locker entspannen die Schulter und lassen hinter den Ellbogen und Hüftkörper mit einbeziehen. Genau. Und lösen. Wir stellen das Ganze nochmal hin. Hüfte mitnehmen von links nach rechts, die Arme ausschütteln, einfach hin und her drehen. Bitte zu Hause noch anecken. Okay, wunderbar. Wir nehmen die Arme nach oben und stellen uns auf den Fußball und auf den Zehenspitzen auf, strecken richtig die Körper, machen den Körper lang. Wollen ganz weit nach oben, ja, als ob wir Äpfel vom Baum pflücken wollen, also ganz weit, strecken den Körper und fallen lassen und noch einmal nach oben, Arme hoch. Und locker lassen. Sehr gut. Wunderbar. Okay. Wir nehmen wieder alle mal den rechten Fuß mit nach vorne. Genau, der Fuß ist in der Luft und wir schütteln den Fuß auf und ab, als ob wir mit unserem Fuß winken. Rücken auf und ab bewegen. Ganz locker. Sehr gut. Jetzt sehen wir den Unterschenkel. Einfach locker aufschütteln, keinen Eingriff rausmachen. Und wir nehmen das ganze Bein vor und zurück in den Pendel. Einfach locker aufschwingen. Da geben wir noch mal den anderen Fuß, das andere Bein. Nur den Fuß auf und ab. Okay, hoch den Unterschenkel. Und das ganze Bein hoch und zurück wie ein Pendel. Okay, sehr schön. Noch einmal die Hüfte mitnehmen. Okay, wunderbar. Denkt da an Hüftekreis, nicht den Kopf. Ich sehe manche Köpfe, die drehen sich hin und her. Okay, alles herum.
Okay, wunderbar. Wir nehmen alle die Füße zusammen. Muße klatschen. Arme an die Seite. Verbeugt. Hey. So, von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass es euch die Stunde Spaß gemacht hat, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmt für euer Training zu Hause, dass ihr jetzt ein bisschen noch weiter trainieren könnt. Ja, gerade in der Zeit, die wir jetzt haben, viele haben ja nicht die Möglichkeit, ins Dojo zu gehen oder mit anderen zu trainieren. Und so ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, dass wir das auch gemeinsam hier jetzt online machen können und natürlich ihr dann hoffentlich auch zu Hause weiter üben könnt. Ich hoffe, ganz besonders hat euch Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns am 16. zur nächsten Runde. Ja? Vielen Dank für eure Teilnahme und nutzt die anderen Trainingseinheiten von GKV bitte auch. Vielen Dank.